Kennen Sie dieses Rätsel? 9 quadratisch angeordnete Punkte auf einem leeren Blatt Papier. Die Aufgabe dazu lautet: Verbinden Sie die Punkte mit 4 geraden Linien, ohne den Stift dabei abzusetzen. Die meisten Menschen brauchen einige Zeit für die Lösung. Mir ging das auch so. Zwar schaffte ich es, die Punkte miteinander zu verbinden, ohne den Stift abzusetzen, doch am Ende, da hatte ich immer mehr als nur 4 Linien gezeichnet. Das sah dann zum Beispiel so aus. Oder so. Oder auch so. Mein Gehirn, es hatte offenbar die geometrische Figur des Quadrats erkannt und von da an versuchte es immer nur die Aufgabe innerhalb dieses Quadrats zu lösen. Doch davon war in der Aufgabenstellung ja gar nicht die Rede gewesen. Zu Recht. Denn die Aufgabe lässt sich nur lösen, wenn man die von mir gedachte Begrenzung überschreitet. Das sieht dann so aus. 9 Punkte und 4 gerade Linien. Sie sind miteinander verbunden, die Punkte durch die Linien, ohne dass ich den Stift abgesetzt habe. Das ist möglich, wenn man die Fläche des Quadrats verlässt, wenn man das ganze Blatt Papier ausnutzt. In meinem Kopf gab es also Grenzen, die gar nicht existierten. Und das hatte mich in die Sackgasse geführt. Solange sich mein Denken auf den Rahmen eines kleinen Kästchens beschränkte, solange konnte ich die Aufgabe nicht lösen, gab es keinen Fortschritt. Solches Kästchendenken ist es, was uns auch im alltäglichen Zusammenleben behindert. Anstelle einmal über den Tellerrand zu schauen, bleiben wir oft bei uns, beharren auf unsere Traditionen und Gewohnheiten. Anstelle die Welt auch mal durch die Brille anderer Menschen zu sehen, drehen wir uns immer wieder um uns selber, tun so, als müssten unsere Kultur und Denkvoraussetzung ganz automatisch vom Rest der Welt verstanden und geteilt werden. Das führt zu einer verkürzten Sicht der Dinge. Einer Sicht, die verhindert, dass wir gemeinsam die Verantwortung für unseren Planeten wahrnehmen. Es ist dieses begrenzte Denken, das uns meinen lässt, Gewalt wäre unumgänglich, Versöhnung unmöglich und Friede unerreichbar. Wir wissen längst, diese Haltung ist es, die uns geradewegs auf den Abgrund zurasen lässt. Höchste Zeit, dass wir unsere Kurzsichtigkeit vor Gott bringen, dass wir ihn für unsere Engstirnigkeit um Vergebung bitten. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen, heißt es im 57. Psalm. Gottes Güte und Treue, sie reichen weiter als unsere Vorstellungskraft. Gottes Güte und Treue, sie führen in die Weite. Und eben deshalb dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns aus der Enge befreit, dass er uns Wege zueinander und miteinander finden lässt und wir gemeinsam der Zukunft Gottes entgegengehen.